So Leute, da sind wir wieder. Und dieses Spiel will mich wirklich mobben. Ich mach mal kurz die Karte auf. Man sieht, die Karte ist schon wieder nicht erforscht. Und ich war wieder hier oben an diesem Waypoint mit dem Portal. Hab mich jetzt mal durchgekämpft bis zu der Position. Und wir gehen jetzt erstmal, das habe ich letztes Mal vergessen im Part, hier zu dem ollen Typen die Quest abholen. Ich habe auch schon wieder einen goldenen Key gefunden. Hier oben, sieht man das? Den habe ich eben noch schön geschenkt bekommen. War so ein kleines, ja, kleines Gegnerlein. Ah, hier, der Warmaker. Na komm, das Schutzschild muss mal langsam kaputt gehen. Okay. Okay, und ja, wir kriegen hier auf jeden Fall sehr viel Fame, sehr schön. Und gut was an Gold. Jetzt müssen wir uns kurz die Items angucken, was wir hiervon haben wollen. Also 8 Fokus, 27 Shells. Ah, was haben wir hier? 15% Haustier- und Minion-Damage. 2% Cast-Speed. 3 zu Physical Damage. Und sind gerade die Zombies zerplatzt, die mein Pet beschworen hat. Oder hier das Teil. Ah, da finde ich aber das Ice-Armor-Ding besser, was wir momentan noch tragen. Physical Armor. Ich denke, hier ist das Beste, das Ding hier zu holen. Na gut, packen wir es einfach mal ein. Finde die jetzt alle nicht so toll, ganz ehrlich gesagt. Und mein Fame, ja, ist schon wieder gewachsen. Ich habe jetzt auch noch Punkte hier übrig, sehe ich gerade. Gehen wir mal hier rein. Jetzt können wir natürlich ja, hier ein Pünktchen reinsetzen. Ja, das lasse ich erstmal offen. Bin ja eigentlich tanky genug. Hebe ich mir den einen Punkt auf, den ich noch habe. Ah, das hier, das brauche ich unbedingt. Das wäre natürlich sehr, sehr geil. Okay, dann gucken wir hier. Ja, und wir skillen standardgemäß wieder hier ein bisschen was in Stärke und ein bisschen Vitality. Gucken wir mal im Inventar, was haben wir hier noch? Die beiden habe ich eben gefunden. Schutzschild brauchen wir ja nicht. Ah, ist zu schlecht. Ist auch Mist. Was haben wir hier? Das ist das, was wir eben eingetauscht haben. Und von dem Rune Master haben wir ja auch nichts mehr an. Das heißt, das können wir austauschen, ganz getrost, gegen das Ding. Und ja, verkaufen den Rune Master auch. Okay. Und wir waren jetzt natürlich hier. Protect the Guardian. Das war die nächste Mission. Und da geht es dann hier über die Steinplatten. Zu dem Ding hier und dann latschen wir da mal rein und gucken, was auf uns zukommt. Okay. Ach, das ist ein Gegner. Okay. Ich habe gedacht, das ist einfach irgendwas Schönes, das ist eine Bombe. Die kennen wir ja schon. Identifikation, noch die Ohren hier unten. Okay, Bombe müssen wir jetzt nicht abwarten, bis sie explodiert. Einmal gezeigt, reicht wohl. Oh, da ist ein Champion-Mob. Der macht sogar hier ganz ordentlich. Und unser Roboterfreund mal wieder. Unser Pet steht jetzt da vorne alleine. So, Pat hat jetzt erstmal wieder hier einen Healpot bekommen und noch einen hinterher. Critical, critical. Na komm, jetzt fall um. Und. Your pet is badly wounded. Ist da gerade der Stein explodiert? Bin ein bisschen verwirrt, okay. Mana und eine Heal Potion. Und dem Pat nochmal einen Heiltrank gegeben. Oh, hier sind so Geisterdinger. Hier diese kleinen Kugeln beschwören wohl. Und wir sehen, dass die Gegner hier auch schon größer geworden sind. Die Amort Raw Beasts sind schon viel größer als zuvor. Blood Amber. Ich schau gleich die Items nach. Erst töte ich noch die Jungs alle. Mit ihren komischen Kugeln da. Okay.
Ah, hier ist noch einer. Ah, der hat nichts beschworen, okay. Dann laufen wir jetzt mal den anderen Weg hier weiter. Oh, hier ist eine Truhe. Und sonst war da nur Schrott drin. Oh, hier ist die Sackgasse, okay. Dann müssen wir wohl hier weiter. Ich meine, ja, können wir wieder hier oben weiterlaufen. Gehen wieder runter hier in den Gang. Und wo sind hier noch ein paar Gegner? Das ist noch ein bisschen Gold. Ah, noch ein bisschen Gold. Aber was ich noch sagen wollte, genau, meine Erkältung. Irgendwie bin ich immer noch erkältet. Hält sich irgendwie ganz wacker die Erkältung. Bisschen merkwürdig. Keine Ahnung, warum das so ist. Hab schon nie gehabt, dass ich über eine Woche erkältet war. Ah, kleines Geistding. Die Geister geben mir auch nicht so den besten Loot, sage ich mal. Die sind irgendwie... Ja, die sind irgendwie da, aber... Viel bringen tut's nicht. Okay, dann gehen wir unten weiter. Und ja, ich krieg hier immer wieder ein bisschen Mana-Probleme. Aber ich werde keinen Punkt im Mana skillen. Das wird die Rüstung hoffentlich oder das Equipment alles wettmachen irgendwann. Und das ist schon wieder so eine komische kleine Geisterkugel. Und eine gute Heal Potion. Oh, hier geht's echt. Hier geht's zur Sache. Hier sind einige Gegner. Ach, das sind die Steine, die ich zerstöre. Und dann fällt da irgendwas runter, was einen Gegner erschlägt sozusagen. Gucken wir mal kurz, ob hier unten eine Sackgasse ist. Dann spare ich mir nämlich schon... Boah, macht das viel Schaden. Aber mein Pet heilt sich auch extrem krass hoch. Wenn, ja, wenn es einfach so rumparkt, sage ich mal, ohne dass es kämpft. Ja, das sieht hier nicht so gut aus mit den Sackgassen. Okay, hier kommen wir wieder in den Dungeon sozusagen rein. Ich bin mir nicht sicher, wie das hier abläuft mit den Schilddingern. Ob ich da eine normale Attacke drauf machen muss, damit das Schild kaputt geht. Weil mit den Abilities geht es irgendwie nicht kaputt. Und die ermauert War Beast. Ah, ein kleiner Roboter lebt noch. Ich habe gerade gedacht, der wäre schon wieder weg irgendwie. Okay, hier ist nichts. Auch eine Urne. Machen wir hier oben den Weg noch fertig. Da war direkt ein grünes Item. Was ich direkt eingesammelt habe. Okay, und hier geht's dann wohl weiter. Töten wir noch kurz die Leute und gehen dann mal in den inneren Floridor, der da eben noch war. Ich treffe die hier wohl nicht. Okay, da ist ein Zombie explodiert. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal hier in die Mitte wieder. Weil da müssen wir noch gucken, was da ist. Vielleicht verbirgt sich hier noch ein epischer Schatz. Ah, ein kleiner Magier. Heal Potion, ah, die Ohren. Oh, und hier kommen allerhand Gegner, die ich gar nicht gesehen habe, weil die hinter dem Ding hier sind. Okay. Ja, ich glaube, das war's auch schon. Okay. Also, toll ist anders, ja. Gab keinen guten Drop. Wir können jetzt aber trotzdem mal die Items angucken. 4 Sockel hat die Pistol. Nicht schlecht. Und damit ist sie eigentlich erheblich besser als meine Canon. Wenn ich da die Sachen reinsockle. Blood Amber. Bringt ein bisschen Leben. Und hier Pants, Physical Armor. Da sind meine momentan mir natürlich viel lieber. Schauen wir kurz. Ich habe hier noch die Handschuhe. Ah, die könnte ich ja noch Sockel reinhämmern, genauso wie hier. Und hier. Ice Damage, Feuer, bla bla. Electric Damage. Knockback Resistance, Attack Speed, aber das nur auf der Waffe. Die 48 Heiß ist natürlich was Schönes.